In diesem kleinen Video sehen wir uns die Möglichkeit an, erstellte Remissionen abzuschließen, mit Versanddatum zu versehen oder vielleicht kleine Veränderungen noch zu machen. Im Anwendungsmenü, das heißt in der Artikelleiste oben, finden Sie bei Anwendungen Artikel Remissionen. Hier sehen Sie die von Ihnen erstellten Remissionen, die wir bereits in zwei verschiedenen Videos Einzelremissionen und Mehrfachremissionen abgehandelt haben. In diesem Video zeige ich Ihnen lediglich dieses Fensterchen, was Sie damit machen können. Okay, wie in den Einzelremissionen bereits erwähnt, haben Sie hier eine ID stehen. Bei Einzelremissionen steht die ID immer auf 0, weil Wabi Profi 3 ja nicht weiß, wann Ihre Einzelremission abgeschlossen ist. Wenn Sie hingegen eine Mehrfachremission durchführen oder durchgeführt haben, ist bereits die ID-Nummer vergeben, denn eine Mehrfachremission ist ja das Erstellen von mehreren Artikeln, also das heißt, Sie erstellen eine Retoure an einen Lieferanten in Form von mehreren Artikeln innerhalb eines Schwungs, das heißt, aufgrund Ihrer Auswahl Ihrer Liste. Aber wie gesagt, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, weil das eigentlich sehr ausführlich in dem Video Mehrfachremissionen erklärt wurde. So, wie schließen Sie nun eine Remission ab? Ganz einfach. Sie müssen Wabi Profi 3 mitteilen, dass Sie nun die Ware versandt haben. Denn Sie können ja, was weiß ich, im Zuge einer Inventur, einer Lagerbereinigung, wie auch immer, sagen, okay, das kriegt der Lieferant wieder was, warum auch immer, ja. Und diese von Ihnen erstellten Remissionen müssen Sie irgendwann abschließen. So, bei Einzelremissionen gehen Sie einfach auf die dementsprechende Retoure, sagen hier zum Beispiel der Schraubenlieferant, da bin ich jetzt fertig, die schicke ich jetzt am Lieferant zurück. Dann klicken Sie einfach auf Versanddatum hinzufügen. Nun wählen Sie das Versanddatum aus. Ja, mit Plus und Minus können Sie das Datum erhöhen oder ganz, ganz bequem das Datum natürlich von der Hand eingeben. Zu Übernehmen klicken Sie einfach auf Übernehmen oder zum Abbrechen des Vorgangs klicken Sie auf Abbrechen. Also Übernehmen übernimmt das Datum. Sie können an dieser Stelle selbstverständlich auch nochmal den Warenbegleitschein sich ausdrucken lassen. Und das ganze Ding ist jetzt fertig. So, wenn Sie sagen, okay, bei diesem Hosenlieferant bin ich auch fertig, sagen Sie Versanddatum hinzufügen und bei dem sagen wir, sind wir auch fertig. So, das mache ich genau, ich sage jetzt mal, da sind wir nicht fertig. So, in dieser Was wollen Sie sehen? Abfrage können Sie sagen, da will ich sehen, was noch nicht versandt wurde oder was bereits versandt wurde oder ich will alles sehen. Demzufolge haben Sie natürlich die Möglichkeit, wenn Sie sagen, ich habe es noch nicht versandt, haben Sie die Möglichkeit, ein Versanddatum hinzuzufügen, indem Sie auf diesen Button klicken. Wenn Sie hingegen sagen, oh, da habe ich jetzt aus Versehen drauf geklickt, wollte ich noch gar nicht, können Sie einfach hier sagen, Versanddatum entfernen. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, in der unteren Liste auf einen Artikel zu klicken und ihm zu sagen, pass mal auf, hier will ich schnell noch was ändern. Es könnte ja sein, dass Sie sagen, ich habe vergessen, eine Seriennummer zu hinterlegen. Ja, dann hinterlegen Sie es. Oder Sie könnten sagen, ich habe vergessen, die Rechnungsnummer zu hinterlegen. Dann machen Sie es halt nachträglich. Indem Sie auf diesen Button, also auf dieses Blatt da klicken, wo der Bleistift ist. Und nun haben Sie die Möglichkeit, den Grund der Remission nochmal zu hinterlegen oder einen neuen einzugeben. Sie könnten eine Rechnungsnummer eingeben. Und Sie könnten eventuell eine vergessene Seriennummer hier mit eintragen. Und nun klicken Sie auf Übernehmen. Die von Ihnen getätigte Änderung in Form des Grundes und unsere Rechnungsnummer wird sofort in die Liste übernommen. Das können wir uns natürlich auch hier ausdrucken. Auch können Sie natürlich einen aus Versehen hinzugefügten Artikel aus dieser Remissionsliste wieder entfernen. Beispiel. Wir sagen, der Musterartikel 3, den sehen wir uns kurz im Artikelstamm an. Wir haben hier den Musterartikel 3 mit einem Bestand von 10 Stück. Rechtsklick, die Gegenüberstellung, zeigt uns an, dass wir 12 Stück bekommen haben und 10 Stück, also 2 Stück abgeschrieben haben, also das heißt abgeschrieben, eine Retoure erstellt haben, eine Remission. Somit haben wir natürlich Eingangsmenge minus Abgangsmenge, 10, also 12 minus 10. Gottes Willen, 12 minus 2 ist gleich 10. Wird schon noch. Als Soll- und Ist-Bestand. Wunderbar. Wenn wir nun hergehen, Anwendungen, Artikel, Remissionen. Wo war das? Das war unser Musterartikel 3, ne? Genau. Wir sagen, wir wollen diesen Artikel aus der Retoure entfernen. Dann sagen wir einfach mal ja. Dann ist der Artikel jetzt hier weg. Und im Idealfall sollte jetzt im Artikelstamm für einen Musterartikel 3 jetzt wieder anstatt 10 12 da sein.
Und in der Gegenüberstellung sehen wir genau das Gleiche, dass wir 12 Stück bekommen haben und die Remission oder die Remissionsmenge aufgehoben wurde. Somit tut Wabi Profi 3 so, als ob diese Remission nie stattgefunden hat. Im Klartext oder vereinfacht gesagt, Sie haben die Möglichkeit, einen eventuell hinzugefügten oder aus Versehen hinzugefügten Artikel aus einer Remission, aus einer Retoure, wieder zu entfernen.